Willkommen bei der Kleinstparzelle. Heute geht es um Hühnereier ausbrüten und schieren. Wir haben am 10.02.22 unsere Bruteier bekommen. Meine Frau hat sie ausgepackt, kontrolliert und zum Ruhen auf die Wendehärte gelegt, damit die Eier nach ca. 24 Stunden Ruhezeit in den Brüter kommen. Der Karton war komplett voll mit Polsterchips. Die Eierschachtel war zusätzlich noch mit Luftpolster umwickelt. In der Eierschachtel waren die Eier einzeln mit Klopapier eingewickelt. Also ich muss sagen, besser kann es eigentlich gar nicht sein und es war auch kein einziges Ei beschädigt. Das Gewicht der Bruteier hat auch gepasst. Bei großen und mittelschweren Rassen beträgt das Mindestgewicht der Bruteier zwischen 53 und 60 Gramm. Während das Gewicht bei leichten Rassen zwischen 48 und 55 Gramm liegen sollte. Die Zwerghühnereier haben ein entsprechend geringeres Gewicht und sind bei ca. 40 Gramm. Was es für eine Rasse ist, zeige ich in einem Extra-Video. Es gibt verschiedene Arten, wie man Hühnereier ausbrüten lassen kann. Die Naturbrut. Die Henne legt Eier ins Nest und wenn sie genug Eier hat, bleibt sie darauf sitzen, wärmt die Eier durch ihre Körperwärme und wendet die Eier. Das Nest verlässt die Henne nur für die Nahrungsaufnahme und um ihren Kot zu hinterlassen. Nach 21 Tagen schlüpfen dann die Küken. Es ist schon was Besonderes, wenn man so eine Naturbrut erlebt. Leider fällt bei den meisten Hühnerrassen der Bruttrieb. Und es kommt noch selten vor, dass irgendwelche Hühner selbst brüten. Bei einer Naturbrut kann auch die Brutzeit vom Züchter nicht bestimmt werden. Deshalb müssen wir eine Kunstbrut machen. Bei der Kunstbrut übernimmt die Aufgabe der Henne natürlich die Brutmaschine. Die Bruteier legt auch nicht die Henne in die Brutmaschine, sondern das muss natürlich schon der Züchter oder der Halter später in die Brutmaschine einlegen. Das Wenden, die Wärme und die Luftfeuchtigkeit müssen eingestellt werden. Wenn man einen vollautomatischen Brüter hat, müsste das nicht einmal täglich kontrolliert werden. Die Küken schlüpfen bei der Kunstbrut auch nach ca. 21 Tagen. Die Bruteier werden von uns bei ca. 37,5 Grad und bei einer Luftfeuchtigkeit von 50-55% eingelegt. Die ersten 3 Tagen sollte man darauf achten, dass der Brutapparat verschlossen bleibt und nur das Wasser im Behälter nachgefüllt wird. Das erste Mal schieren tun wir nach 7 Tagen und die unbefruchteten Eier kommen raus und die Eier, bei denen wir uns nicht sicher sind, bleiben drin. Das zweite Schieren machen wir nach 18 Tagen und jetzt sieht man auch viel besser, welche Bruteier sich weiterentwickelt haben und welche nicht. Das Umbetten auf die Schlupfhorte machen wir auch beim zweiten Schieren. Vom Umbetten bis zum Schlupf stellen wir die Temperatur auf 37,5 Grad und 70% Luftfeuchte. Die hohe Luftfeuchtigkeit macht die Eischale weicher und erleichtert somit den Küken den Schlupf. Wenn ein Küken schlüpft, ist es noch ziemlich feucht. Bitte erst die Küken vom Brüter in die Aufzuchtbox tun, wenn die Küken trocken sind. Die Küken können bis 24 Stunden ohne weiteres im Brüter bleiben. In dieser Zeit ernähren sie sich vom eingezogenen Dollarsack. Schaltet den Brüter nicht gleich nach dem 21. Tag aus. Es kann immer vorkommen, dass es noch Nachkömmlinge gibt. Wir warten bis zum 24. Tag ab. Wir haben 30 Bruteier bestellt und zusätzlich 4 Bruteier dazu bekommen. Nach dem ersten Schieren sind 8 Bruteier nicht befruchtet gewesen. Am 20. Tag sind 2 Küken geschlüpft. Am 21. Tag waren es 16 Küken, die geschlüpft sind. Und am 22. Tag sind es noch 3 Küken gewesen,
Dieses Mal ist eines noch am 23. Tag geschlüpft. Also vier Küken haben die Kraft nicht gehabt, aus dem Ei zu schlüpfen. Sowas kann natürlich auch leider mal vorkommen. Das sind jetzt unsere 22 Küken. Wenn ihr wisst, was das für Hühner sind, schreibt es unten ins Kommentar oder ihr wartet, bis das Rasseporträt dieser Hühner auf meinem Kanal erscheint. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne auf meinem Kanal weiter rumstöbern, vielleicht ist noch was Interessantes für euch dabei. Ansonsten dürft ihr auch mir gerne einen Daumen oder ein Abo hinterlassen und das Video dürft ihr auch gerne teilen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.